am the hammer of justice. Reinhard ist das gütigste Mitglied von Overwatch. Der ist so reinherzig, dass er das bekannte Sprichwort Never bring a hammer to a gunfight grundsätzlich ignoriert und sich reitend auf den Raketenhammer an die vorderste Front begibt. Was sich zunächst nach einer miserablen Idee anhört, wird in der Praxis dadurch widerlegt, dass er sein Schild dafür benutzt, um, und seid gefasst, sein Team zu beschützen. Der raketenbetriebene Paladin ist einer der 5 Tanks in Overwatch. Jedoch wird man nicht drum herum kommen, mindestens einen Reinhard im Match zu sehen. Als einziger purer Nahkämpfer hat Reinhard nicht nur den dicksten Hammer, sondern auch den stärksten Schild, den man sich wünschen kann. Gute 2000 Schaden absorbiert das Schild, bevor er endgültig bricht und die meisten Reinhard-Spieler dazu verleitet, panisch entweder A, Deckung zu suchen und zu warten, bis das Schild sich regeneriert, oder B, was wahrscheinlicher ist, mit durchgedrückter Shift-Taste in die Gegner rein zu chargen und zu sterben, bevor man die nächste Wand zum Pin erreicht. Auffallend, neue Spieler haben es gemeistert, den Ansturm so zu benutzen, dass man keinen einzigen Gegner trifft oder samt den Gegner die nächstbeste Schlucht, Klippe, Brücke oder Abhang herunterspürt. Jedoch ist es immer wieder schön, einen freundlichen Reinhard mit Gegner vorne dran in eine Tür rein und in einer anderen Tür wieder rauschargen zu sehen, bevor es hart knallt und ein weiterer feindlicher Damage-Dealer sofort das Zeitliche gesegnet hat und sich das Schauspiel nochmal aus der Raketenparadie-Perspektive über sich ergehen lässt. Reinhards E ist genauso unspektakulär wie sein ultimativer Skill, zu dem ich später kommen werde. Ein Schuss für rund 100 Schaden, den man ausweichen könnte, würde man die Reflexe eines auf Kokain rumhüpfenden Faultiers haben. Oder besser gesagt, wenn man den Hammer-Uppercut von vorne sieht, sollte man 2 Schritte zur Seite gehen und das Problem erledigt sich von selbst. Die Ultimate ist, wie schon erwähnt, im Vergleich zu anderen Charakteren recht unspektakulär. Stellt euch einfach einen Gandalf im Max-Suit vor, der so lange um ihn herum Bomben, Pfeile, Raketen, Kugeln, Drachen, Wölfe, Reifen und Popcorn rumfliegt, sich auf die nächstbeste Gruppe von Gegnern stürzt, ihr kommt nicht vorbei, schreit, mit seinen raketenangetriebenen Zauberstab auf den Boden haut und die Gegner nicht vor dem Erdbeben, sondern eher vor Lachen erstmal ein paar Sekunden außer Gefecht gesetzt sind. Obwohl, wenn man sich das bildlich vorstellt, könnte es ein filmreifes Schauspiel sein, wovon sich Peter Jackson eine Scheibe für den Hobbit abschneiden hätte können. Versteht mich nicht falsch, ich sag nicht, dass es nicht effektiv wäre, die Gegner zu betäuben. Doch ihr könnt mir bestimmt alle zustimmen, dass es effektiver wäre, die Gegner zu töten, aber für die Aufgabe hatte man ja das Team. Als Verteidiger hat man als Reinhard leichtes Spiel, man stellt sich vor einem Bastion seiner Wahl, hält den Schild hoch und fertig. Sollte sich jemand wagen, sich von hinten anzuschleichen, wird sich wahrscheinlich das Team darum kümmern und wenn das Team es nicht schafft, kleben die Reste in kürzester Zeit an der Wand oder am Hammer. Als Angreifer ist es nicht sehr anders. Der einzige Unterschied ist, man muss sich nach vorne bewegen. Ein kleiner Tipp von mir, überredet den 0815 Sniper oder Hanzo Bastion zu spielen und stellt euch mit ihm auf die Payload. Noch besser, 2 Bastions, 2 Reinhard und 2 Supporter und die Payload kann den Bahnhof verlassen und man guckt dann, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. So, liebe Freunde, wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, ich konnte euch hiermit etwas den Tag versüßen. Gebt mir Feedback und wenn ich mit diesem kleinen Projekt weitermachen soll, könnt ihr direkt in den Comments schreiben, welchen Charakter ihr als nächstes haben wollt. Der Charakter mit den meisten Likes wird als nächstes rangenommen, also wenn ihr euren Favoriten in den Kommentaren schon seht, liked ihn. Besucht mich bei Twitch und schaut bei Facebook vorbei, die Links sind unten in der Videobeschreibung. Das war es auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und haut herein. Precision German Engineer.